cry. I apologize a trillion times. Go und Pimmel und sammelt. Hey und willkommen zu einer weiteren Folge von Road Splatoon 2. Ganz genau, Freunde. Genau. Ich liebe dich dafür, Hopsi. Bester Mann am Start, ey. Mit dem Justin und dem Hopsi. Servus zusammen. Ich sehe schon, okay. Wir haben wieder richtig kritisch, Alter. Wir haben Lara und Flo irgendwie an der Team, Hopsi. Oh nee, ey, ohne Scheiß, ne? Gerade so, wir zocken gerade noch ein, zwei Runden, zocken uns ein bisschen warm. Klar, locker easy, alles wegrasiert, so Gillette 3000, locker easy und dann direkt. Wenn wir aufnehmen, wir kriegen immer die Kackgegner. Wir sehen immer so noobig aus, obwohl wir gerade gerockt haben. Ich war sogar Erster. Du warst, glaube ich, Zweiter, oder? Selbstverständlich. Das ist ja auch Sinn der Sache. Mein Gameplay muss immer gut sein, egal was ihr habt. Oh Mann, Lara, Turbinus, ey. Nice. 2 Meter Tenzuka gekillt und Ebischel eingefärbt. So muss laufen. Ja, das freut mich wirklich sehr. Ja, Kappa. Ich mag euch. Ihr seid voll gut. Ja, wir dich aber nicht. Oh Mann, ey, jetzt werden wir. Meine Freunde, so, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spawn Trapping Deluxe. Heute sehen Sie den Gast da, Hopsi, mit am Start und Justin, oh, der es aus der Base rausgeschafft hat. Ich habe alle 3 von deinen Teammitgliedern umgebracht. Kannst du mir jetzt nicht eben die Ehre geben? Dankeschön, David. Danke, was David. Was für Ehre. Ey, Syphilis. Ja, ich gebe dir die letzte schon. Ehre so. Kein Problem, ich habe den Hut gezogen. Den imaginär. Ja, den imaginär, ich merke schon. Aha. Jungs, macht euch nichts raus. Nächste Runde sind wir in einem Team drin. Ich spür's. Ich hab's im Urin. Was ich im Urin habe? Ein Double Kill. Den? Das, was ich im Urin hab. Hast du dir echt gönnen können? Kein Blut. Immer holt mich ein anderer nach dem Double Kill. Ekelhaft. Das Ding ist, ihr holt gerade echt auf. Wegen dem Kalligrafen hier vorne. Ismail. Guter Boy. Okidoki. Hi. Nice. Ich bin. Mann, was bringt dir meine Ult? Deine Ult, was bringt die? Die zeigt dir, wo die Gegner sind. Heißt, wenn die sich in der Wände verstecken, ist das hast du die... Schutzschild oder so? Was ist das für eine Kack-Ult? Wer braucht die denn schon? Das ist ja wie Dings hier. Wie heißt sie? Bei Overwatch, die olle Sniperin. Ja, Digga, aber allgemein kriegst du dadurch auch wieder deine Tinte aufgefüllt. Heißt, wenn du keine Tinte mehr hättest, einfach Ulti einsetzen und das wieder voll. Ja, aber das ist doch eine Kack-Ult! Dann kann direkt weitergespritzt werden. Nein! Ja, aber das ist eine Kack-Ult! Du kannst damit gut killen! Du kriegst die Gegner angezeigt. Was? Du kannst damit gut killen? Ich will eine ganz coole Waffe haben oder was zum Einfärben hier. Die bringt mir hier ja null. Guck mal, deine Sache da gerade. Die hat mehr gebracht, als meins in 10 Jahren bringen wird. Ach was? Nicht unbedingt. Die Ult ist der letzte Scheiß. Ah. Verpiss dich, Flo. Oh, du hast mir auch noch mitbekommen. Okay, Jons und Mädels, strengt euch nochmal an. Letztens habt ihr es auch noch umgerissen. Ich glaub an euch. Ja. Ja, da hatten wir aber auch keine Spawn-Trapper. Beim Spawn gucken. Auf dem Minimap. Ja, bringt aber leider nicht so viel. Komm. Och nee, ich wollte dich mitnehmen. Wieso hat sie Kleckswombe getan? Werden wir wieder um den Zehner, dass ich Erster bin? Diesmal bin ich nicht so dumm. Wir nicht. Doch, komm, lass. Nee, wir werden lass nicht. Machen, lass machen. Komm, lass dich drauf ein. Okay, lass uns drauf ein. Nein, bitte nicht. Oh. Ja, noch ein Zehner und ich hab sogar den Beweis dabei. Ja. Oh. Ja. Ja! Ich werd noch rein! Hi Flo, willkommen in mein Team. Hey. Ey, nee, warte mit den Spielchen jetzt. Also ich spiel mit Lara und du spielst gegen Armin und uns alle. Oh Gott, du Armer. Aber ich spiel mit Lara. Ja, nicht den Maul zu voll nehmen, ja? Nicht den Maul zu voll nehmen. Gut, Grammatik. Du lernen bei Yoda gut. Ich hab gesagt, nicht das Maul zu voll nehmen. Ey, ich bin auch hin und weg. Ich hab auf Kölsch geredet, mein Freund. Jungs, ich sag euch, wettet niemals mit irgendeinem, der mit J anfängt und mit N aufhört. Wirklich, der zieht euch ab. Hä, mit Juden? Das der ist Jan. Aber sehr diskriminierend. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Du machst dich fertig.
Ich konnte gerade nicht mehr voll lachen, Alter. Ey, die zerstören uns gerade. Ja, klar, jetzt seine 10 Euro und ist er wieder total positiv gelaunt. Ich bin klar. Ja, nachdem wir gerade in Counter-Strike alle komplett getiltet sind, mussten wir wieder ein bisschen Splatoon her. Nachdem Flo mal wieder 10 Mal die Krabbenmann gemacht hat, muss er auch mal wieder ein bisschen was erreichen in seinem Leben. Nein. Ami, nein. Okay, komm, noch ein. Ah, schade, die haben sie alle versteckt. Wo ist er? Da hinten. Nice. Siehst du? Die ist tot, hat gerade gelernt. Dein Echo Lokada. Ja, einmal hat die Ult was gebraucht. Einmal hat die Ult was gebraucht. Ja, die wird schon öfter was bringen, jetzt, da du bei uns im Team bist. Ich sag's ja, fürs Killen ist sie echt genial geeignet. Ah, kommt von oben, oder? Nice. Oh. Armin, blöd, Mann. Lilly ist auch gut am Start. Grüß auch nochmal raus an dich. Lara auch gegönnt. Oh, fuck it. Und Lilly war gerade mir schon mit. Alles klar. Okay, okay. Da wird er nicht. Da oben kommt Lara. Ich halte mich mal ein bisschen weiter zurück, weil ich glaube, ansonsten bin ich schnell weg. Okay, hier oben. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da vorne. Fuck, da oben. Ich weiß. Hab ihn. Ja, das ist David. Hier oben war auch noch einer. Ich find's okay. Der Feuerstachel hat jetzt hier den offiziellen Boosting-Service angefordert. Nämlich Armin bezahlt er jetzt, damit ich hier aus dem Maul kriege. Offiziell. Och, Lilly, wieso gibst du mir nicht meine Tinte? Nachdem die Counter-Strike nicht mehr läuft, muss man sich halt auch noch den Boosting-Service ins Vertun holen. Justin, warst du das? Nee, das war ich nicht. Na, der gute alte Armin, ey. Ich hab grad Otto-Kleckser statt Otto-Kleckser gelesen. Ihr müsst übrigens wissen, wir reden uns nicht mehr ab, dass wir alle gemeinsam in das Match rein sollen. Die kommen uns einfach irgendwann nach. Ich glaube, die sind 24-7 ins Platoon online. Ja, die warten die ganze Zeit, dass wir abends aufnehmen um 19 Uhr, damit der Part dann pünktlich um 23 Uhr online gehen kann. Genau so, Hopsi. Das ist die gute Einstellung. Finde ich gut. Na, ich nicht. Hab ihn. Ja, easy. Okay, gut. Gewinnen werden wir es auf jeden Fall, aber die KD ist jetzt stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, bei mir auch. Auch Mensch, aber das ist okay. Das tut mir aber leid. Jungs und Mädels, denken Sie dran, hier geht's ums Einfärben, nicht ums Killen. Okay. Oh. Ich glaube, meine Haare werden gerade auch zum weiten Feld ausgedehnt. Die sind so richtig so. Weißt du, was auch gut. Weißt du, was auch demnächst ausgedehnt wird? Genau, so lustig unsere Kommunikation wieder erst, mit unseren Zuschauern. Denn, meine lieben Freunde, wir werden jetzt demnächst einen Discord-Server aufmachen. 3 Punkte am Flo vorbei, Alter. Aber 8-4 stehe ich, Alter. Ich stand 8-4, Flo, was hast du gemacht? Justin, ich hatte bessere KD als du. Justin leidet mal wieder ein bisschen an Aufmerksamkeitstourette. Aber nichtsdestotrotz wollten wir jetzt hier dezent anteasern, dass wir demnächst einen Discord-Server machen. Und ja, da könnt ihr sehr gerne draufkommen. Wie der heißt und so weiter und so fort mit der IP, die wird in der Beschreibung stehen, wenn er verfügbar ist, also nicht, wenn dieses Video online kommt. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Also, jetzt kurz noch was zur Info, wir haben einen Teamspeak und einen Discord so gesehen, heißt Discord so zum Schreiben mit den Leuten und Teamspeak so zum Labern halt. Der jetzt sind Teamspeak doch gerade ein paar Leute online. Jo. Ja, genau. Also, wenn ihr gerade Lust habt, gleich zu kommen, wir sind wahrscheinlich gleich auch noch online, könnt ihr gerne heute schon auf den Teamspeak draufkommen. Allgemein muss man auch sagen, beim Teamspeak sind wir eigentlich fast 24/7 online. Geht. Weil wir alle nämlich kein Leben haben. Wir sind hobbylose Dinger. Hopsilos, genau. Bist du jetzt wenigstens diesmal bei uns im Team? Nee, Hopsi ist wieder in einem Team. Ich bin okay, dann der Boy, sorry. Pink. Nein! Yes! Lara! Halt noch mitbekommen mit der Tetsuka. Spielen wir gegen Lara? Fuck it. Oder ist Lara bei uns im Team? Lara ist bei euch. Das ist das Schlimme. Aber das Schlimme, ihr gewinnt doch Armin. Ja, er hat Armin. Ey, das ist so eine Liebesromanze, die wird niemals ein Happy End haben. Ey, das ist wie bei so einem Kartenspiel. So, wer hat den Trumpf? Wenn es eine Liebesromanze ist, dann nehme ich gerne das weibliche Teil dieser Liebesromanze und nicht Armin. Aber Sirdo, ne? Ich hast mir doch gesagt, du bist relativ flexibel. Mach hier nicht auf wählerisch. Oh, jetzt hat er. Ja, also, als ob wenn es um sowas geht, dann bin ich schon wählerisch. Danke. Ich habe das Gefühl, Lara ist echt gerade in dich ein bisschen. Ich meine, so, wie sie dich gerade verteidigt hat. Ich bin gestorben. Ja, das sag ich ja. Ey, es leckt gerade bei mir gerade so krass. So. Okay, ich glaube, ich bleib erstmal hier. Safety first.
Nein, ich hab dir doch mit der... Ja, ja, bleib du mal da oben safe. Ich hab doch dem Army mit der Tanzuka ins Gesicht geschossen. Oh. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich seh sie nicht. Ah, wo ist denn der jetzt hinter mir? Oh, Armin! Armina! Nein, kill ihn! Ja! Nein. Nice. Oh Mann, das ist eine Granate, war. Ich hab auf dich vertraut, ja. Du hättest sie bekommen können. Na, Koyen. Als ob da jetzt gerade noch einer war. Alter, Armin, der ist so übertrieben, der weiß einfach, wo alles ist auf der Map. Das Ding ist, der spielt halt auch wirklich schon seit Anbeginn. Ich glaube, er ist schon seit Part 3 bei mir dabei gewesen. Das ist richtig heftig dabei. Ja, und wahrscheinlich ist er jetzt immer noch jeden Tag am Zocken, oder wie? Ja, macht ja auch übelst Bock. Alter. Ich find's eigentlich auch ganz cool, wenn man so Spaß im Spiel hat. Ja, aber ich könnte nicht jeden Tag die ganze Zeit zocken, Alter. Ja, er schaut ja wahrscheinlich auch nur, bis wir da sind. Und dann zockt er. Ja, aber ich könnte nicht die ganze Zeit irgendwie da rumhängen. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja doch schlimmer. Ich wollte gerade sagen, also macht irgendwie nicht besser für ihn so. Ja, okay. Red ihn jetzt nicht so schlecht, ey, Alter. Ist so gut. Okay, komm, dich gönne ich mir jetzt noch. Dankeschön. Ey, ich glaube, wir müssen alle reinmachen, dass uns jemand nachjoinen kann. Ja, finde ich auch. Aber dann kannst du mir auch nicht nachjoinen. Oh. Ja, das ist problematisch. Okay, komm, gib mir noch einen. Ich will noch einen killen. 3, 2, 1. Komm, einer. Nein! Meine KD ist wieder so. Jungs, ich habe jedes Spiel verloren in der Aufnahme. Wunderbar. Also bei mir sah es besser aus. Okay. Ich habe jedes Mal gewonnen. Tja. Wollen wir nochmal um 10er wetten? Du kleines Radikal, Alter. Nee. Komm, wett mit mir um 10er. Bin ich Platz 1? Bin ich Platz 1? Okay, nein, ich wette nicht. Nee. Du hättest gewonnen. Du hättest schon wieder gewonnen. Hab ich jetzt 20 Euro gewonnen? Nein, du hättest gewonnen. Du hast gesagt, nee. Yo, Freunde, das war's mit den illegalen Wetten von Splatoon. Ich werde hier echt arm. Je länger die Reihe geht, am Ende habe ich noch 150 mal 10 Euro. Ich würde gerne, dass du jetzt einen Screenshot einblendest, dass du mir was... Ah, nee, da sieht man meinen Namen. nein, ist egal. Ich sag euch auf Twitter Bescheid, wenn er mir das geschickt hat. Tschüss. Das waren 3 Matches. Ich sage... Tschüss.